Das 141. Revierderby steht kurz vor der Tür und elektrisiert traditionell die ganze Region. Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß, das ist die Glaubensfrage. Und wir hören jetzt erstmal rein, was die Trainer zu diesem Spiel zu sagen haben. Das ist ein Spiel, das nicht erst mit dem ersten Pfiff des Schiedsrichters beginnt, sondern es beginnt vorher. Und wer dann am Samstag spielt, das seht ihr schon, wenn ihr die Aufstellung bekommt. Mir ist es lieber, man hat so ein außergewöhnliches Derby, als dass man in einem Verein aktiv ist, der kein Derby hat. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber es ist kein normales Spiel. Respekt muss man haben. Also die Spannung steigt so langsam. Beide Trainer haben ja bis zum Anpfiff noch alle Hände voll zu tun, denn in beiden Teams stehen noch dicke Fragezeichen hinter einigen Leistungsträgern. Über die Aufstellung, über die Geschichten rund ums Derby und über den aktuellen Aggregatzustand im Revier sprechen wir jetzt mit den WAZ-Online-Redakteuren David Nienhaus und Andreas Ernst. Also jede Menge Fragen vor dem 141. Revierderby. David, ich fange mal mit dir an. Jürgen Klopp hat ein paar personelle Problemchen, Götze fällt aus, Schmelzer ist fraglich. Muss der BVB-Trainer improvisieren, deiner Meinung nach? Ja, selbstverständlich muss er improvisieren. Also die Mannschaft ist so ein bisschen auseinandergepflückt worden durch einige Verletzungen jetzt vor dem Revierderby. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, dann muss Schalke genauso improvisieren. Die haben auch einige Verletzte. Und ich würde aber sagen, dass beide Kader in der Breite diese Ausfälle kompensieren können. Und so oder so, egal wer spielt, es wird ein spannendes Revierderby. Andreas, du warst auch bei der PK der Schalker. Huub Stevens muss wahrscheinlich Papadopoulos ersetzen. Aber die größte Frage ist eigentlich, wer steht im Tor? Was glaubst du, wer macht das Rennen? Ich glaube, dass Timo Hildebrand im Tor steht, weil Timo Hildebrand einfach der routiniertere Mann ist und weil im Spiel gegen Dortmund natürlich auch ein Torwart gefragt ist, der mit dem Ball am Fuß einiges drauf hat. Und da sind wir ganz ehrlich, das kann der Lars Unnerstein nicht so gut wie Timo Hildebrand. Und dementsprechend würde ich sagen, ganz klar, Timo Hildebrand steht im Tor. Ja, und auf der anderen Seite, der BVB schaut ja traditionell auf sich selber. Das hat in den letzten zwei Jahren auch relativ gut funktioniert. Zweimal deutscher Meister. David, jetzt ist aber der Rückstand auf die Bayern schon 9 Punkte groß. Das beunruhigt jetzt keinen so richtig, aber viel größer sollte er nicht werden, ne? Nee, du sagst es. Es beruhigt so keinen so richtig. Der BVB kennt das aus der vergangenen Saison. In Dortmund herrscht generell Understatement und wenn Vereinsvertreter auf diesen Rückstand angesprochen werden, sei es Spieler, sei es Trainer, sei es Führung des Vereins, dann reagieren die darauf sehr, sehr gelassen und die schauen nur auf sich, wobei man aber sagen muss, 9 Punkte sind schon relativ großer Rückstand und im Vergleich zu vergangenem Jahr hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich glaube, wenn man dann auf den FC Bayern auch schaut, dann ist dieser 9-Punkte-Vorsprung schon eine Nummer größer als letztes Jahr. Ja, und Schalke 04 ist auf dem besten Weg, sich wieder in der Tabellenspitze zu etablieren. Letzte Saison ja auch Dritter geworden hinter Dortmund und Bayern. Aber bei einer Sache, da krankt es bei den Königsblauen so ein bisschen. Die direkten Spitzenspiele, da ziehen sie meistens die kürzeren. In den letzten 8 Duellen gegen Bayern oder Dortmund nur einen Punkt geholt. Das ist zu wenig für Königsblau. Das ist ohne Frage richtig. Die sportliche Qualität, die haben die Schalker auf jeden Fall, aber sie haben in den Spielen selber nicht den nötigen Mut gehabt. Und man muss auch sagen, der eine Punkt, den sie geholt haben, das war beim 0:0 in Dortmund, da hat Manuel Neuer eine überirdische Leistung gebracht. Normalerweise verlieren sie dieses Spiel auch. Und beispielhaft dafür ist zum Beispiel Klaas-Jan Huntelaar, der wirklich immer trifft, okay, diese Saison nicht so, aber sonst auch, aber nicht gegen Dortmund und auch nicht gegen Bayern. Da hat er erst ein Tor gemacht und das war das zum 1:3 vor 2 Jahren. Also da müssen die Schalker noch zulegen und das hoffen sie auch, das haben Horst Held und Huub Stevens auch betont heute in der Pressekonferenz. Ja, kurze Anschlussfrage, kann sowas zum Kopfproblem werden, deiner Meinung nach? Ja, vielleicht ist es sogar schon ein Kopfproblem, weil die Spieler wissen natürlich genau, die Mannschaft hat sich jetzt kaum verändert personell. Es spielt mit Neustädter wahrscheinlich nur mit Neustädter und Affeleit 2 Neuzugänge. Und die gehen natürlich auf den Platz, da sind 80.000 im Stadion und die wissen genau, blöd, wir haben die letzten 8 Spiele, da waren wir nicht so richtig gut und haben nur einen Punkt geholt. Und wenn das hier ein schnelles Gegentor gibt, dann geht es vielleicht wieder schief. Also sie müssen schon sehr viel Mut beweisen und da bin ich mal gespannt, ob sie das diesmal hinkriegen. Ja, und jedes Derby bringt ja auch so seine ganz eigene Geschichte mit. Dieses Jahr stehen mit Marco Reus und Roman Neustädter 2 Neuzugänge der beiden Vereine im Brennpunkt, weil sie zuletzt zusammen bei Borussia Mönchengladbach gespielt haben und auch dicke Kumpels sind. David, die müssen jetzt 90 Minuten mal auf Derby-Modus schalten. Klappt das ohne weiteres? Ja, das wird ohne Frage, wird das klappen.
Beide waren natürlich im Vorfeld dieses Spiels gefragt, haben auch der Roman Neustädter hat auch ein Interview gegeben, in dem er viel über die Freundschaft zu Marco Reus erzählt. Sie sind dicke Kumpels, sie telefonieren täglich, sie haben auch eine Wette laufen zu diesem Spiel, die sie aber jetzt kurz vorher noch entschärft haben. Eigentlich ging es darum, wer das Derby verliert, muss im Trikot des anderen durch die Stadt laufen. Das haben sie etwas entschärft und jetzt geht es nur noch um ein Essen. Nette Randgeschichte, aber es sind beides Profis und es sind beides gestandene Profis, die bei ihren Vereinen mittlerweile sehr, sehr große Rollen einnehmen. Marco Reus ist, glaube ich, mit Abstand der Spieler, der den größten Sprung gemacht hat in den vergangenen anderthalb Jahren. Und nicht nur in der Nationalmannschaft mittlerweile gesetzt ist. Ebenso ist es bei Roman Neustädter, der ist bei Schalke gesetzt, der hat alle Pflichtspiele bestritten und ist im defensiven Mittelfeld der Stratege neben dem Kämpfer Jermaine Jones. Und ja, für 90 Minuten ruht die Freundschaft und danach werden sie sehen, wer das Essen bezahlen muss. Ja, Stichwort Jermaine Jones. Wenn wir hier über Freundschaft reden, dann erinnern wir uns ja auch an Marco Reus und Jermaine Jones in der letzten Saison. Das war weniger freundschaftlich. Die meisten erinnern sich, Jones trat Marco Reus auf den verletzten Zeh. Das war somit die dunkelste Geschichte der letzten Saison. Andreas, ist das Thema inzwischen erledigt oder sind da noch Rechnungen offen? Das Ding ist vollkommen gelaufen. Für Marco Reus war das schon am gleichen Abend gelaufen. Immerhin hat er 2 Tore geschossen in dem Spiel. Und für Jermaine Jones ist das Ding auch durch. Also er hat danach in Interviews gesagt, er hat dafür seine Strafe bekommen, er war 3 Monate gesperrt, er hat sich entschuldigt, er hat eingesehen, dass das ein Fehler war. Und wenn die beiden auflaufen, dann denken die überhaupt nicht mehr an diese Szene. Ja. Dann die letzte Frage an euch beiden. A, wer ist Favorit? Und B, wer gewinnt das Ding? Also ich habe gerade einen Mann-gegen-Mann-Vergleich geschrieben und mal geschaut, nach den Ausfällen jetzt auch, wer gegen wen auf der Position quasi punktet. Das ist übrigens nachzulesen auf www.derwesten.de/sport. Da steht das. Und in dieser Analyse ist für mich ziemlich eindeutig, dass sich die beiden Mannschaften im vergangenen Jahr und jetzt auch in dieser Saison enorm angenähert haben. Dieser Vergleich, ich will es nicht vorwegnehmen, endet aber sehr, sehr, sehr eng sozusagen. Und ich glaube, natürlich ist der amtierende Meister und Doublesieger Favorit. Allerdings bin ich nicht sicher, ob es am Ende nach 90 Minuten plus Nachspielzeit einen Sieger geben wird. Eindeutig ist Dortmund Favorit, aber ich glaube, dass die Ausfälle zum Beispiel von Kuba und Götze sehr wehtun dem BVB. Und dementsprechend würde ich sagen, auch unentschieden ist wahrscheinlich. Und ich traue den Schalkern auch eine Überraschung zu und einen 2-1-Sieg. Alles ist offen im Vorfeld, das ist aber keine Neuigkeit. Wir freuen uns riesig auf das Revierderby. Ich hoffe, es bleibt sportlich und vielen Dank an euch und dass ihr jede Menge zu tun habt in der Nachberichterstattung. Bis bald, Dankeschön. Danke, danke.